Jo, ausgeschlafen. Blum. Dann können wir jetzt einmal in unsere Mission reingucken. Wo sind die? Missionen. Sandrock. Ach genau, da fehlten uns noch welche. Dann sammeln wir jetzt nochmal ein bisschen Fasern. Das machen wir als erstes. Wenn wir den abgegeben haben, können wir wenigstens noch einen nächsten Auftrag holen. Und wir haben schon wieder Post. Meine Güte, die sind aber sehr schreibfreundlich hier, die Leute. Von Fang. Oder Fang. Mit diesem Schreiben möchten wir euch darüber informieren, dass die Klinik neue medizinische Studien durchführt. Diese werden am Mittwoch und Freitag stattfinden. Hinweis: Wirkungen und Nebenwirkungen entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen aller Kunden. Die Fang-Klinik behält sich das Recht vor, die Wirksamkeit dieser Produkte zu analysieren. Einnahmen auf eigene Gefahr. Uns jetzt als Versuchskaninchen? Muss ich das so verstehen? Interessant. So, Kupferschrott. Hast du hier jetzt Kupferstangen für mich gemacht? Ja, hat er. Sehr schön. Wo baue ich die ein? Reichen noch nicht. Ach, wir brauchen die Kupferstäbe. Damn. Kupferstangen, aber ich brauche Stäbe. Stäbe brauche ich. Die machst du mir nicht. Anscheinend. Das ist sehr irritierend für mich. Die will ich. Diese. Keine anderen, nur diese. Ah, guck mal, die alten Teile. Die kennt man noch. Hier, da gibt es Lager. Da sind sie. Und ich suche mich dumm und dämlich und denke, ich muss was dafür kaufen. Wir können es schon. Da sind sie. Ach, scheiß doch die Wand an. Oh Gott. Wo, da oben. Da gehen wir hin. Da sammeln wir das. Und dann die Fasern. Ich wusste es. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wir kommen voran. Ist nicht zum Verzweifeln hier. Das hier auch mitnehmen? Ja, kann ich mitnehmen. Da ist der Zug. Steigen da Leute ein und aus? Schon wieder abgelenkt. Passiert einfach zu viel hier. So cool gemacht einfach. Das ist einfach so interaktiv alles und mit den Uhrzeiten und ich liebe es. Manchmal auch verwirrend, aber es ist auch sehr schön. Von in den Zug wieder rein. Kann man da rein? Oh ja, nee. Oh Mann, ich dachte, wir können jetzt mal uns den Zug von innen angucken. Können wir nur ein bisschen durch die Scheibe starren. Ein Teddybär hängt da. Und ich hatte der Passagier den nicht vergessen. Das ist traurig. Fährt dann ohne ihn weiter. Oh, was ist das? Weil Schrott hier. Sieht ein bisschen komisch aus. Ach, siehst du, wir wollten auch mal so einen Kaktuszacken haben. Reizüberflutung. Ich möchte alles gleichzeitig. Coco, nicht vor den Zug fliegen. Bist du denn lebensmüde? Wozu soll wer sein? Der Zug? Mit dem Zug bin ich hier damals angereist. Oh Gott, bloß nicht den Baum fällen. Der Kaktus. Ach so, ich brauche so einen Kaktuszacken, damit ich mir eine Waffe bauen kann. Das Problem ist nur gerade, ich weiß nicht, welchen Kaktus ich hier abernten darf und welchen nicht. Portianer sind da so ein bisschen eigen. Ich darf zum Beispiel keine Bäume fällen. Wenn das der Typ von der Kirche sieht, dann werde ich erstmal gleich gemaßregelt. Nimm irgendeinen. Was sollen die schon tun? Ja, dann mögen die mich nicht mehr. Dann habe ich voll verkackt. Kaktusfrucht. Nee, Kaktusfrucht wollte ich nicht. Dann hau die mit dem Kaktus. Ach nein. Ach hier, Kaktusstamm. Da, das brauchte ich. Perfekt, hab's schon bekommen. Mehr brauchte ich nicht. Das Waffe können wir machen. Jetzt räumen wir aber nochmal hier
Die Eufaula Savage. Ich kann es nicht aussprechen, der. Ich mal die Enter in den Müllhaufen an. Und du kannst dann heimlich, ohne dass die Kirche zusieht, einen Baum fällen, ohne Ärger. Ich weiß es nicht. Also, wie meinst du das denn jetzt? Die Waffe brauche ich, um Gegner zu besiegen. Nicht, um heimlich Bäume zu fällen. Ich habe ja eine Axt. Mit der Axt könnte ich theoretisch auch Bäume fällen. Aber das soll man hier halt nicht. Das mögen die Sandrocker nicht. Wenn mich jemand erwischt. Also, als ich das erste Mal Bäume gefällt habe, da hat er mich erwischt. Und dann hat er mich total angeflaumt. Und es wurde mir auch bei der Einweisung gesagt. Wir fällen hier keine Bäume. Und was mache ich? Ich renne erstmal los und fäll Bäume. Ja, der von der Kirche hat das gesagt. Aber der Handelsgildenchef hat das auch gesagt. Und generell ist das halt die Lebenseinstellung hier. Es werden hier in Sandrock und um Sandrock keine lebenden Bäume gefällt, weil es so oder so anscheinend schwierig ist, dass hier sowas wächst und gedeiht. Also Kirchensteuer. Ich glaube nicht. Zumindest noch keiner gefordert. Schlecht. Seid ihr schon durch mit Modern Warfare spielen? Müll nicht abbauen? Oh, ist da gerade so ein Skorpion vom Stein weggerannt? Aber irgendwo gibt es doch Bäume, oder nicht? Ja, ja, die gibt es. Auch hier. Aber wie gesagt, ich darf sie halt nicht ernten. Aber ich kann gegentreten. Das habe ich noch nicht gemacht. Was gibt es denn da Schönes? Rinde und Chitinpanzer. Es geht auch nur einmal. Ja, Shiva ist on Tour gerade, aber war auch mal wieder nett. Ja, stimmt, ne? Also ihr habt auch jetzt länger nicht mehr zusammengespielt. Freut mich, dass das mal wieder geklappt hat. Gehen wir mal Waffen craften. Ich glaube, dadurch, dass er keinen Vanguard spielt, ist es ja etwas schwerer. Und wir spielen ja wenig Modern Warfare. Das stimmt. Ich mag Vanguard irgendwie lieber als Warfare. Ich weiß nicht warum. Und Modern Warfare bin ich nie so warm geworden. Mehr über gelben Lavendel. Kann ich nicht mitnehmen, ne? Taschen sind schon wieder voll. Ich lasse einfach alles liegen. Ist voll, ich weiß. Kann ich auch schon keine Fasern. Sie nimmt nicht mal mehr was mit jetzt. Oh, und meine. Oh, das erste Mal, dass meine Ausdauer ganz leer ist. Das habe ich noch nie geschafft. Jetzt wird es spannend, ob ich jetzt noch bauen kann. Oder ob das dann auch nicht mehr geht. We will see. Ran an den Arbeitstisch. So, wir wollen ein Steindolch herstellen. Haben wir schon mal eine Waffe. Sehr gut. Und wir brauchen noch mal die Fäden für die Daily Quest. Sehr gut. Ob ich die noch abgeben kann? Was ist denn die gute Frau? Aufgeschobene Pädagogik. Da bekomme ich eine neue. Laden an der... gebe ich das ab? Geschenk des Wassers. Hier ist so viel los. Ah, hier ist eine Legende. Bauinformationen. Symbol für Missionen. Was ist denn die Frau, wo ich das abgeben muss? Warte mal, ich muss mal die Mission verfolgen. Frau. Warte. Ach, da ist sie. Okay. Sehr gut.
Dann auf zu Vivi. Vivi braucht nämlich dünne Seile. Dünne Fäden. Entschuldige. Dünne Fäden braucht die Vivi. Oh, ich war kurz abgelenkt. Jetzt renne ich hier fast gegen eine Wand. Hallo, Vivi. Hallo. Aber da was für dich. Bitteschön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Danke, Germanen. Lass dich mal wieder blicken. Aber sicher, wir werden uns bestimmt öfter sehen. Sehr gut, dann kann ich morgen einen neuen Auftrag mitnehmen. Mal, wie sehen denn unsere Dolche aus? Ach, da. Cool. Bin ja schon fast geneigt, jetzt mal auf so eine Ameise zu hauen. Aber ich habe keine Energie mehr. Können wir kämpfen, wenn wir keine Energie haben? Okay, entweder werden wir jetzt gleich völlig draufgehen oder... Ich weiß halt auch nicht, ob die gleich alle aggressive werden. Und wir hauen einfach mal auf so eine... Oh ja, nicht genug Ausdauer. Oh nein, jetzt ist die böse. Ach nein, warum mache ich denn sowas? Ich hab's mir schon fast gedacht. Aber ich muss heraufhauen. Damn. Lässt sie mich jetzt in Ruhe? Ach, okay. Puh. Haben wir ein Glück, dass die uns nicht bis ewig irgendwohin verfolgt. Das war jetzt echt ein bisschen dämlich. So, wir räumen erstmal auf. Alles sortieren. Ja, bitte. Okay. Das bringt irgendwie auch nicht mehr so viel mit diesem Alles sortieren. Nee, bringt irgendwie gar nichts mehr gefühlt. Dann machen wir noch mal ein bisschen Wasser. Da. Können wir nur einmal machen. Okay, man braucht da ganz schön viel von. Von dem Tau, um einmal Wasser herzustellen. So, auftanken bitte. So langsam kriege ich, glaube ich, den Dreh raus. Es wird. Es wird. Langsam, aber sicher. So, da sind noch mal ein paar Kupferstangen, aber wir brauchen Stäbe. Hier steht, wir brauchen 10. Auch nicht machen, weil wir kein Erz haben. Okay, dann versuchen wir jetzt erstmal den mechanischen Schrott hier herzustellen. Füllen hier nochmal auf. Dass wir dann eventuell schon mal die Lager einbauen können. Achso, das ist hier noch voll. Wunderbar. Kupferstangen. Nee, komme ich auch nicht voran. Bronzestangen. Ja, wir kommen halt nicht in diese Mine rein. Noch nicht. Soll noch nicht so weit sein. Wir können mal ein paar Wissenspunkte verteilen. Wir haben nämlich jetzt auch die ersten Wissenspunkte in der Werkstatt. Was haben wir denn da? Werftwissen. Maximale Erhöhung durch Möbel. Lernerwissen. Erhalte 10% mehr Erfahrung beim Bau von Gegenständen in der Montagestation. Massenproduktionswissen. Erhalte 10% bei der Herstellung von Gegenständen. Ja. Machen wir erstmal, weil wir ja doch noch sehr viel an der Werkstatt jetzt gerade machen. So, sammeln. Gehen wir jetzt hier rüber. So, da haben wir das, das. Ist halt die Frage, ob wir auch unser Inventar nochmal vergrößern. Was kostet das? 10 Golds. Guck mal. Wir haben ja genug. Und Inventarplatz brauchen wir ja anscheinend doch viel. Ich kann das auf einer Mühle machen. Schneidemaschine. Hackmehl.
Wir haben auch noch nie so uns mit so einem Jagdmehl angelegt. Sollten wir aber jetzt auch nicht mehr tun, weil keine Ausdauer mehr. Es schreit danach, pünktlich ins Bett zu gehen. So, ich hatte schon alles sortiert, ne? Ja, klicken einfach nochmal drauf. Schlafen! So, frisch ausgeruht geht es weiter. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Lager haben. Und mittlerweile könnten wir auch im Forschungszentrum nochmal die Datendisks abgeben. Jetzt haben wir ja schon 6. Und, haben wir Lager bekommen? Ja, sogar 5 Stück. Wie gut ist das denn bitte? 5 Stück haben wir bekommen. Sind wirklich nur noch diese verdammten Pfingstensbumsen. Wartet mal, kann ich das jetzt abbrechen und... kann es halt auch nicht auswählen, dass er das nur machen soll. Ein bisschen nervig. Garantiert, garantiert, hoch, hoch. Dreck, Gummi, Gummischale, Gummischlauch. Reiner Holzschrott. Hartholz, Hartholzstock. Okay, wir gehen auf den Kupferschrott. Warteschlange voll. Nein, kann ich das abbrechen? Ja, kann ich. So, ich brauche das. Mach das. Nee, sollten wir in dem Ofen noch was laufen lassen? Kupferstangen. Steht dort irgendwas von... geht nicht. Lehm. Ach, hier steht auch. Von Eufaula Salvage verlassene Ruinen. Ja, da kommen wir aber noch nicht rein. Wir können Glas herstellen. Wollen wir mal Glas machen? Nein, machen wir nicht, weil wir gucken erstmal, was wir für einen Auftrag haben. Nicht, dass wir jetzt da die Warteschlangen vollklatschen und dann eigentlich das für die Aufträge bräuchten. Ah, wie läuft's bei dir so? Hey there. Some builder from Portia tried to outsource a few jobs to me, but he wanted me to work for exposure. Yeah, right. As if anyone has ever heard of your dinky old workshop, pay me. Wie süß, da haben wir halt den Übergang gerade zu My Time at Portia. Cool gemacht. Ich bin jetzt so ein bisschen im Struggle. Also My Time at Portia möchte ich auch noch weiterspielen, aber ich finde My Time at Centro gerade noch spannender. So, was sollen wir denn hier machen? Holzstock. 195. Schleifsäge. Habe ich noch nie gebaut. Alles 1 Sterne auf. Ah, da oben sind sogar 2 Sterne. Aber Bronzestangen können wir noch nicht. Ja, den dünnen Faden hatten wir erst. Dann machen wir doch mal jetzt den Holzstock. Ja. Dann bringen wir doch der Amira mal Holzstücke. Bau wie verfolgen. Kann ich jetzt hier schon gleich auswählen? Hat das jetzt ausgewählt? Glaube nicht. Ich komme in dem Menü noch nicht so klar, aber das macht nichts. Schließe die Bestellung ab. Habe ich schon genug? Nein. Frage ist nicht glauben. Ich sehe auch gerade auf der Karte noch nicht so ein Häkchen, wo wir hin müssen. Also gehen wir Holz sammeln. Auf geht's! Und ich muss mich dann jetzt gleich wieder... wir brauchen wirklich mehr Wiederverwerter. Die Wiederverwerter sind quasi die Öfen. Holzhaufen.
Okay. Holz ist echt so ein bisschen mau. Da komme ich noch nicht ran. Okay. Da liegt doch noch etwas im Schatten des Baumes. Das nehmen wir auch mit. Sehr gut. Wie für uns gemacht. Ah, guck mal, jetzt kommen auch hier die Sachen, die wir alle hier liegen lassen haben vorhin. Noch ein Holzhaufen. Hätte das Spiel geahnt. So, wieder da. Musste kurz weg. Was ist passiert? Oh, ganz viel. Ich weiß gar nicht jetzt, wie lange du weg warst. Ich habe mittlerweile Waffen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wo ich die Lager bekomme. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, wie ich meinen Wassertank auffülle. Also so Stück für Stück, ja, eine gute Stunde. Ja, so Stück für Stück wurschtel ich mich hier rein und komme voran. Aber dann freue ich mich, dass du ja doch wieder reinschaust. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich einen weiteren Wiederverwerter brauche. Der eine reicht nicht zum Produzieren. Na Siggi, geiles Game, entspannte Streamerin, also alles dufte. Oh, danke schön. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment. So, nehmen wir hier noch ein paar Fasern mit. Oh, nicht die Ameise hauen jetzt. Wobei, eigentlich können wir die jetzt mal verprügeln. Den Tag davor habe ich sie angegriffen und hatte aber nur noch einen Ausdauerpunkt. Das war ein bisschen schlecht. So. Und vielleicht erwische ich jetzt eine alleine. Die hat einen brennenden Topf. Eine Hot Honey Barbecue Hummelameise. Ja, auch nicht schlecht. Hab ich voll Bock auf Grillen. So, wir haben unsere erste Hummeise getötet. Sie gibt uns Ameisenhonig und dünnen Faden. Auch nicht schlecht. Ich weiß halt auch nicht, was passiert. Werden die jetzt aggro, wenn ich einen angreife und die in der Nähe sind? Nö. Interessiert die gar nicht, ob ich den verprügel. Hey. Sind nicht so die Rügeltiere hier. Gülle. Und wieder Gülle. Jetzt legen wir es mal mit der Hot Honey Barbecue Ameise an. Okay, so hot ist sie nicht. Chitinpanzer. Ich möchte halt jetzt auch mal so einen Wissenspunkt im Kampf bekommen. So, wie viel Erfahrung kriegen wir denn da? 16 pro Ameise. Wie brauchen wir für den Wissenspunkt? Kampf. Ah, okay. 60 Stück. Das haben wir ja gleich schnell zusammen. Komm. Und da gibt es ein Level Up. Stufe 7 schon. An welchem Tag sind wir überhaupt? 2. Ach so. Soll das jetzt 9. Tag im zweiten Quartal sein? Ich glaube schon, ne? Unten rechts bei der Minimap. Oder 2.9. Moment, wir können auch in den Kalender gucken. Kalender. Ja. Im Sommer. Okay, alles klar. 9. Tag im Sommer des ersten Jahres. Auch so eine Jack angreifen können. Vielleicht nicht unbedingt gleich hier den Boss, ne? Alpha ist so ein bisschen... Steht irgendwo so ein einzelnes Jackmehl rum. Da hinten vielleicht nochmal. Ich glaube, da war...
Die sind alle mit... Na da, hier hinten, da, rechts, rechts, rechts. Jetzt hier nach rechts. Mal sehen, wie es im Winter aussieht, ob es da schneit. Ich vermute schon, also in den Ladebildschirmen sieht man ja immer so ein bisschen die Jahreszeiten und in dem Winterladebildschirm war Schnee zu sehen, deswegen glaube ich schon, dass es das geben wird. Und ich glaube, dass es ja auch in der Wüste richtig kalt werden kann, ne? Also nachts zumindest. Weiß ich nicht. Okay, wir haben Jagdmehl umgelegt. Und wir haben Haare bekommen. Sehr gut. Oh, voll der Sandsturm. Man sieht richtig diese kleinen Sandpartikel da fliegen. Ich dachte gerade, voll pixelig. Und dann habe ich gecheckt, das sind die kleinen Sandkörner. Cool. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass dieses Alpha-Ding mich gleich angreift, weil ich seine Kühe hier wegschlachte. Er hat halt auch ganz schön lange Hörner. Es tut bestimmt weh, wenn der mich aufspießt. Ja, den Wissenspunkt haben wir schon. Sehr gut. Ich schließe die Bestellung ab. Ja. Brauche noch Holz. Wo kriege ich das denn nur her? Das ist normale Holz, aber ich brauche den Holzstock. Das Blumenbaum. Muss den bestimmt am Wiederverwerter herstellen. Wir gehen mal gucken, wo ich noch stundenlang ahnungslos in der Gegend rumhämmer. Aber den müssen wir noch zerstören hier. Hui. Auch nur normales Holz, okay. So, hier gab es schon mal Kupferstab und Kupferstangen. Das ist gut. Können wir die jetzt hier einsetzen? Ja! Das heißt, wir haben den Kran fertig. Wie gut ist das denn bitte? Aufnehmen. Sehr gerne. Haben wir die Aufgabe auch schon mal erledigt. Richtig nice. Dann hauen wir hier jetzt nochmal den Wiederverwerter rein, weil den brauchen wir definitiv nochmal. Achso, hier zusammensetzen. Zack. Ja, das wäre wirklich richtig gut, wenn das schneien würde. Also ich, na, sicher kann ich so die Bedenken verstehen in der Wüste, warum sollte da Schnee kommen, viel zu warm. Aber ich mag Schnee. Er soll mal ruhig kommen. Also wir brauchen Schleifsäge und Steintrog und, ach, wir können Holzstöcker herstellen hier. Grandios. Wir haben alles abgeschlossen. Wie gut ist das denn bitte? Eben, ja, dachte ich mir auch. Wegen der Wüste könnte es Probleme geben. Ja, aber also der Ladebildschirm lässt auf jeden Fall vermuten, dass wir Schnee kriegen. Rein logisch gesehen, ja, keine Ahnung. So, wo ist er hin? Da. So. Wiederverwerter Nummer 2. Können wir den nicht doppelt laufen lassen. So, was haben wir jetzt gerade hier? Da läuft Kupferschrott. Dann lassen wir hier jetzt mal Gummischrott laufen. Den haben wir nämlich noch gar nicht gehabt. Auf geht's. So, und wir versuchen jetzt nochmal 180 Meter die Holzstöcke abzugeben. Schaffen wir das von der Zeit noch? Aber ein bisschen rennen vielleicht. Ich muss nicht durchs Wasser laufen. Das mögen die Sandrocker auch nicht so gerne. Ah, guck mal, hier haben wir einen Schleichweg. Sehr gut. Hüpf. So, wo kommen wir da rein? Wahrscheinlich den Vordereingang nehmen. Oh, was ist das? Wasserwelt. Ich glaube, hier haben wir gleich auch noch eine Aufgabe, die wir annehmen können. Jetzt müssen wir hier rein. Was ist das hier Schönes? Arvios zu Hause.
glaube, dass Amira gerade rausgelaufen ist, als wir rein sind. Ja, das war so. Also wieder raus. Komisch, ich habe gerade ein Déjà-vu. Das ist mir bei Portia schon mal passiert. Da musste ich auch bei jemandem eine Aufgabe abgeben. Bin rein ins Gebäude, sie ist raus aus dem Gebäude und ich habe sie stundenlang in dem Gebäude gesucht, bis ich das gecheckt habe. Oh, you must be one of the new builders. Pleasure to meet you. I'm Amira. I have the best selection of pottery and decors in town at the Ceramic Gate. Mason probably sold everything in his workshop when he moved out. So why don't you take this? It's my welcome gift. Oh, wir bekommen ein Willkommensgeschenk. Die sind alle so nett. Ein Krug, Topf, Dingsens, Bumsens. Ein Gefäß. So, ich habe meinen Auftrag für dich fertig. Hier, bitteschön. Ein bisschen Stock. Danke, ich hoffe, du musstest dich dafür nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bitte dein Lohn. Bye. Da, 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 da. Sehr gut, Ruf der Werkstatt erhöht. Jetzt renne ich hier mit so einem Keramikgefäß auf dem Kopf rum. So, installiere den Hebekran. Habe ich den schon in der Tasche jetzt? Ja, ne? Wenn ich drücke mal die falsche Taste fürs Inventar. Einfach I. Inventar ist für mich I. Ist einfach so. Es ist schon wieder so spät. Wir schicken sie schlafen. Geben den Kran morgen ab bei Rocky. Muss auch reichen. Wir haben auch schon wieder einen Wissenspunkt. Wie haben wir den denn jetzt bekommen? Es passiert so viel auf einmal, Leute, ich sag's euch. Und das ist in der Early Access Version, ne? Das macht jetzt, es kann so viel schon machen, dieses Spiel. Es fühlt sich überhaupt nicht an wie Early Access. Also bei mir gerade noch nicht. Total gut. So, schlafen gehen. Aufwachen. Und keine Augenringe. So langsam haben wir den Dreh raus. Wir grooven uns ein. Handwerker machen vieles, aber alles können sie nicht herstellen. Manchmal musst du Gegenstände aus den Geschäften der Stadt besorgen. Ja, das habe ich schon rausgefunden. So, wie fangen wir jetzt am schlausten an? Erstmal schauen wir nach unseren Maschinen. Die hier arbeitet nämlich schon nicht mehr. Okay, mach doch mechanischen Schrott sonst so lange. Automatisch tanken. Der kann hier noch weitermachen. Wird es auch fast durch. Ja, mach das mal noch zu Ende. Das wäre Quatsch, das jetzt abzubrechen. Dann machen wir das jetzt so. Wir holen uns die neue Aufgabe. Installieren dann den Hebekran. Und dann gucken wir mal. Haben wir schon wieder zwei Wissenspunkte. Oh, Mien holt sich auch Aufträge ab. Aha! So, was wollen die... Glas! Glas haben wir noch gar nicht gemacht. Da möchte jemand einen Kranlift haben. Hm, sind wir gerade fertig. Dickes Seil. Dünner Faden. Warum möchte die immer so viele Fäden haben, die Vivi? Steintrog. Oh, das ist auch mal cool. So, wir machen mal die Steintröge für Elsie. Annehmen. Okay. Liegt schon wieder was rum. Wer lässt denn immer seinen Dreck hier liegen? Essensreste. Mmh. Essensreste vom Boden. Sehr deliziös. So, dann wollen wir jetzt mal einen Kran installieren, in der Hoffnung, dass wir dann in die Ruinen reinkommen. Wäre sehr cool. Ich glaube, dann geht das auch erst so richtig los. Dieses Handwerker-Feeling. Materialien sammeln. Oh, Ticket kaufen. Oh, echt jetzt? 200! Boah. Ihr macht mich arm, Jungs.
Mein Inventar ist voll. Ja, natürlich. Oh, Shiro hat miaut. Hallo. Bist du denn hier? Bist du gar nicht draußen? Ja, miau. Nee, jetzt aber nicht auf meine Tastatur. So, der Kater schmust mal gerade mit euch. Oh, immer mein armes Mikrofon. Es wird... Oh Gott. Shiro, was machst du denn da? Kannst du nicht arbeiten? So, installieren wir den Kran. Ach, Shiro, nee, komm. Liebe dich auch. Aber wenn du mir hier so vom Bildschirm und an meinem Mikro rumfühlst, ist das schlecht. So, schnur mal ins Mikro, sag einmal allen Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Oh, dahin legen. Alles schön. Ja. Hat der sich hier einfach in den Stream geschlichen? Der freche Kater. So, wir bauen einen Lift. Ach, schön. Macht sie gut. Guck mal, Mien hilft auch mit. Teamwork hier. Und es geht abwärts. Oh, Shiro-Rad. Ich sehe doch nichts. I gotta tell you, those two lifts you made are running like a drain. Looks like Yan finally did something right hiring the two of you. Maybe we don't have to move out of Sandrock after all. Nein, bleibt ruhig hier. Wir werden eine tolle Gemeinschaft. Well, now me and my boys can finally get back into the abandoned ruins and get to work. But we're still way behind on our mining quota. Say, that gives me an idea. You two like diving, don't you? Ja, ich mag Ruinentauchen. Sure we do. Ruin diving is what builders do best. Well, that and building. I think I got another way we can both help each other out. You want to do some digging? Ja, ich möchte graben. All right, so here's the oh, deal. Shiro. The abandoned ruins around here are the pride and joy of Fala Salvage. Den Kater they hold precious resources and relics from the old world. They're open to anybody who has the same pass you use to access our salvage yard. Er dreht mir das Mikro weg hier. Shiro, was machst du da? Ah, penetranter Kater. Liebe Leute, ich muss hier echt Pause machen. Der nimmt mir hier den ganzen Schreibtisch auseinander, der mich nach draußen. Ich bin gleich wieder da. Nicht auf die Tastatur laufen. Was ist Fräuschen? Gleich. You can dig yourself in too deep and a scanner for finding relics easier. Also, sometimes we gotta hire the Civil Corps to go through from time to time to make sure we don't have any, incidents. You builders can use your pick hammers to dig tunnels through the ruins, and also to break up ores and valuables that you can take back to your workshop to make all kinds of cool stuff. Anything's fine as keepers down there, but I got a little proposition for- Since the lift's been out of commission for so long, me and my boys are gonna have to break our backs to make up for lost time. If you want to sell me some of the ores you find in the next couple of days, I'd pay you top goals. Just something to consider. Yeah, und Shiro-Rad ist draußen seinem Wahnsinn nachgeben. Ja, er wollte unbedingt raus. Jetzt ist er happy. Kann er die Nacht draußen rumstrom an das Marker. Echt, der hat aber auch gleich meinen ganzen Schreibtisch hier auseinandergenommen. Erstmal meinen Mikrofonarm hier voll rüber gedriftet und fast auf der Tastatur rumgelaufen. Oh. Ja, ja. Die lieben Katzen, ne? Wenn ihre Aufmerksamkeit wollen, holen die sich das. Vielleicht bringt er uns ja wieder was zu essen. Ich hoffe nicht. Ich meine, die machen das ja aus Liebe, ne? Aber es ist schon unangenehm, wenn du dann da so ein kleines Mäuschen vor deiner Haustür hast. Shiro-Rad hat uns nämlich heute Morgen eine Maus vor die Haustür gelegt. Das war ein bisschen, naja, ist immer unangenehm. Er meint's lieb. Aber für uns ist es dann immer so, nicht schön. So, okay. Well, you enjoy yourselves. Don't mind anything I wouldn't mind. Auf geht's in die erste Mine. Wie komme ich jetzt da rein? Erstmal muss ich, glaube ich, die Taschen leer machen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen erstmal Taschen leeren. Vorher ist hier gar nichts mit Graben. Eine Hausmaus gebracht. Nein, die hat sich nicht mehr bewegt.
Ruhe in Frieden, arme kleine Maus. Hui, wir können gleich in die Ruine tauchen. Gespannt, wie das hier aussieht. Freue ich mich schon ein bisschen drauf, alles zu sammeln. Dann gibt es endlich Erze. Ich gut, alles sortieren. Alles sortieren bringt nicht mehr so viel. Aber wir müssen noch mal eine Kiste bauen. Noch eine weitere Kiste, das macht Sinn. Mini auf. Oh Gott, wir können sogar drei Stück machen. Mache nur eine. Ich mache erstmal nur eine. Und dann kaufe ich im Gildenladen diese größere Box. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, gibt es noch was? Oh ja, hier, das müssen wir für die Mission herstellen. Machen wir gleich mal. Sieht's hier aus? Das läuft. Das läuft nicht weiter. Dann mach doch bitte den Holzschrott. Und was brauchen wir noch für diesen anderen Auftrag? Look, look, look. Missionen. Aufträge für Sandra. Ach genau, sie wollte die Tröge haben. Wunderbar. Da sind wir quasi so gut wie dabei. War das ein sinnvoller Satz? Ich weiß es nicht. Es ist auch schon wieder spät. Ich mache schon wieder viel Wortgulasch, aber ich habe so Bock und spiele weiter. Echt richtig Bock, das noch weiter zu spielen. Normalerweise bin ich immer nach 2 Stunden Stream schon völlig fertig. Aber jetzt habe ich gerade echt total entspannt eigentlich. Macht echt Spaß, muss ich sagen. Doch, mach man noch ein bisschen. Dann kann ich auch noch zocken. Du kannst doch auch zocken, wenn ich nicht mehr streame. Was hat das denn damit zu tun? Lass dich nicht von mir abhalten. Zocken möchtest du, dann zock bitte. Ja, ich unterhalte die Menschen. Hoffe ich doch. So, kein Platz. Ist auch alles voll. Alles voll. Na, da ist noch ein Platz. Wieso geht denn da nichts rüber? Hier, Gummi. Vielleicht hätten wir doch noch eine Kiste bauen sollen. Ich weiß ja auch nicht, wie viele unterschiedliche Materialien in der Ruine auf uns warten. Und ich habe auch nicht auf die Zeit geachtet. Ach doch, guck mal, 12 Uhr. Nimm den Hebekran, Euphaula, Salvage, verlassene Ruinen. Das machen wir. Das wollen wir tun. Und wir wollen noch Wissenspunkte verteilen. Wissen! Gerade jetzt lohnt sich dann ja... Oh, da haben wir gar keine. Damn! Werftwissen. Der Werte durch Möbel. Lernwissen beim Bau von... Haben wir hier. Yep. Kampf. Nahkampfgrundwissen. Waffenschaden um 5% erhöht. Fernkampf machen wir nicht. Überleben. Maximale Lebenspunkte. Nö, hier machen wir. Erstmal das Grundwissen erhöhen. Jetzt bin ich in Zwiespalt. Küsten-Freizeitshorts. Ah, wir haben eine neue Hose. Wir können uns umziehen. Ein bisschen heller. Sollten wir mit so einer hellen Hose tatsächlich in eine Mine gehen und buddeln? Also, das hätte ja früher Ärger von Mutti gegeben, ne? Die hätte sich bedankt, wenn sie dann so eine helle Hose nach so einem Minenrundgang wieder waschen darf. Okay, liebe Leute. Wir gehen das allererste Mal in die Ruine. Auf geht's. Ich bin gespannt. Wir fahren Kran. Ah, da ist der Eingang. Beschwerst du dich deswegen? Ja, ich beschwere mich deswegen. Wer geht denn bitte mit einer weißen Hose in einer Ruine buddeln? Okay, Moment. Das sieht anders aus als sonst. Ich könnte erhalten Kupfererz, Energiesteine, alte Teile, einfache Schaltkreise, Fischfossil und einen goldenen Stierkopf.
Stufe 1. Da wollen wir rein. Schatzdetektor. Reden. Als ob. Gehen gar nicht in der Ruine buddeln. Was? Wir gehen gar nicht in der Ruine buddeln. Sag ja, bei mir früher hätte das Ärger gegeben. Wäre ich früher bei meiner Mama mit einer weißen Hose buddeln gegangen. Uiuiuiui. So, überall auf der Oberfläche der Wüste stapeln sich Materialien, die abgebaut werden wollen. Okay, wie sehen wir aus? Jetpack benutzen mit Leertaste F für den Scanner. Okay, das ist noch bekannt. Das kenne ich wohl noch. Hui, der ist aber... Hier gibt es noch Türen. Interessant, hier liegt so Gerümpel rum. Kupfererz. Sieht aber cool aus. Datendisks ohne Ende. Ach, seht ihr, da wollten wir auch noch hin. Das Forschungszentrum. Nicht so ein Würfel. Den mitnehmen können. Er hat sich auf jeden Fall bewegt. Viele Kupfererze. 107 schon. Aber ich frage mich, wie man auf die anderen Ebenen kommt. Das ist auch so ein bisschen unklar gerade für mich. Das Werkzeug benötigt, okay. Aber wir probieren es einfach erstmal aus. Wir kommen da schon hinter. Wir können hier mal den Scanner verwenden. Ihre Brille kann vergrabene Relikte sowie Wege zu neuen Gebieten verfolgen. Da vorne ist doch was. Entfernung 8 Meter. Wenn Sie direkt auf ein Relikt zählen, können Sie dieses Relikt festhalten. Ah, okay, das ist jetzt eben neu gewesen. Ich konnte mit... Bei Bedarf können Sie von Ihrem Kartenbildschirm schnell zum Eingang zurückkehren. Okay, das kenne ich auch noch. Ah, wir haben keine Ausdauer mehr. Wie schade. Oh Mann, okay. Ich glaube, jetzt finde ich den Weg so noch zurück. Oh, das ist jetzt aber schnell leer gegangen. Ich hätte noch gern weitergemacht. Ja, dann können wir jetzt ja Rocky aber mal seine Erze bringen. Schon mal ganz gut. Komm ich wieder hoch? Ah, okay. Ich brauche einen Moment, bis er aufploppt hier der Aufzug. Ist das egal, welchen ich nehme? Scheint so. Und es geht wieder nach oben. Kannst mal mit der Maus auf eine andere Ebene. Ja, das kann sein. Warte mal, wir fahren mal eben runter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal reinkomme. Ich habe halt keine Ausdauer mehr, aber wir gucken uns das gerne an. Eine Maus über die andere Ebene. Ja, ist noch gesperrt. Da ist ein Schloss. Kann auch... Ja doch, ich kann es halt anklicken. Dann sehe ich auch, was man hier bekommen kann. Aber auf Ebene 1 und 2 gibt es anscheinend dieselben Sachen. Und 4 kommen dann neue Sachen dazu. Ah, hier gibt es auch gar kein Zinnerz. Zinnerz kriegen wir erst ab Stufe 3. Ah, okay. Und da stand ja eben bei dem Scanner, dass der Scanner mir Wege zu neuen Ebenen zeigt.
Wir gehen morgen nochmal rein. Jetzt ist ja die Ausdauer leer. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn man auf eine andere Ebene geht. Finden wir raus. Auf jeden Fall haben wir richtig viel Kupfererz schon gefunden. Vielleicht was Bestimmtes finden oder eine Quest schaltet es frei. Kann auch sein. Aber ich glaube schon, also eben bei diesem Scanner-Tutorial stand, dass der mir den Weg zu Relikten zeigt und auch zu neuen Wegen. Und neue Wege werden wahrscheinlich dann auf die nächste Ebene führen. Wir gucken. Hey, thanks, Builder. I guess you found it all right down there. This little bit'll go a long way. There's something for your troubles. Like I said, top goals. Beste Goals. Die nehme ich gerne. Das war jetzt überhaupt gar kein Problem. Diese 10 Kupfererze, die ja so schnell zusammenbekommen eben. Wir haben über 100 gekriegt. Das war ja der Hammer. Selber ein bisschen erschrocken, wie schnell das auf einmal ging. So, jetzt müssen wir die Bestellung noch fertig machen. Dann müssen wir nochmal die 2 Tröge bauen. Ich hoffe, das... Doch, das ging ja ohne... Oh, wir haben kein Wasser mehr. Oh, das ist schlecht. Okay, und uns fehlen noch Steine. Vielleicht haben wir Glück und mit diesen 2 kleinen Ausdauerpunkten, die ich da habe, kriege ich noch einen Stein hier raus. Gucken mal. Ah, verdammt. Hätte ja klappen können. Dann muss das bis zum nächsten Tag warten. Ist auch okay. Vielleicht noch Wasser? Gibt noch Wasser? Irgendwas? Auch nicht. Okay. Deswegen hat das hier jetzt auch alles pausiert. Das ist echt schlecht. Ohne Wasser läuft wirklich gar nichts. Ich muss doch noch mal ein bisschen Wasservorräte kaufen jetzt für den Anfang.